Wir kommen heute zurück zur nächsten Folge von Path of Exile in der Breach League und heute geht es weiter in den Riverways, zur Vervollständigung des zweiten Aktes. Ich lege dann mal los und mal sehen, wie spannend die Bosskämpfe dann heute werden. Ja, und da ist schon der erste Bossgegner mit seinen Fallen. Boah, da habe ich den ganzen Tag den Falschen angeschossen. Okay. So, dann mit der Hilfe des Schreins auf den Boss zu killen. Genau, dieser Superaffe. Der sollte mir auf jeden Fall mit seinen kleinen Helfern nämlich eher dabei zu beitragen. Aber das war's schon. Auf jeden Fall hat er mir durch seine kleinen Helfer dazu beigetragen, dass ich eben mit Herald of Ash aufgrund des Overkill-Feuer-Schadens dann ihn leichter besiegen konnte. Also, auf zum ersten Breach. Zumindest schon der erste goldene. Kommt noch einer, goldener. Nein! Ja! Den habe ich noch erwischt mit einem Splinter auf Ash, den ich dann bekommen habe. Auf zum Mother Outlack. Und auf den Malaga Spike zu holen. Schon erledigt. Und Malaga Spike ist mein. So, Alira, kurzen Prozess und dann ist vorbei. Oh, Monster Beast, Mutated Flame Beast. Was hat der mir denn da angestiftet? Okay, Ignited. Naja, auf jeden Fall ist der schon mal erledigt, aber es fehlen noch ein paar. So, da ist schon Captain Ateri. Gleich der nächste, um die Passage wieder zu öffnen. Da ist der Schlüssel. Tja, Kali, da hast du diesmal aber wenig Aussichten, mit so vielen Gegnern auf einmal fertig zu werden.
Nein, nicht schon wieder zusammenfallen. Nein. Corrupted Blood Twirl Breach Ring. Ein Breach Ring. Mein erstes Breach Item. So, nun auf zum letzten Banditen. Orc. The half-witten, the horror dead. I never thought I'd see the day. Ja, das war's für dich. Oh, mal wieder ein Goldvieh. Hat mir leider nichts hinterlassen. Nicht schon wieder zusammenbrechen. Verdammt. Okay, da ist der Boss für den Bereich der Talslinger. Talslinger? Naja, auf jeden Fall ist er tot. Jetzt geht's ja richtig ab hier in dem Ding. Nein, nicht zusammenfallen. Aber es war ordentlich. Ah. Was machst du denn hier? Oh, schöne Sachen dabei. Okay, hier sind die Bosse. Der erste Affe und der zweite Affe. Aber keine Gefahr aktuell. Also hier am Schrein ist dann die Besonderheit. So, sonst sind die jetzt alle erledigt. So, dann mal her mit dem Ding. Na los, komm schon, noch ein Stück weiter. Weiter. Ich brauche den Schrein. Jawohl, her damit, her. Ich brauche dieses Ding. Na also, geht doch. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Oh. Noch ein neuer Breach Ring. Schon der zweite. Hey, Fire Damage to Attack und Fire Resistant. Ja, Fire Resistant kann ich gut gebrauchen.
Okay, dann verliere ich die Cold Resistant. So, 94. 89, das geht doch jetzt. Prophecy complete. Oh, ein Juwel. Oh, ein Veridan-Juwel. So langsam machen die Breaches richtig Spaß. Oh, was ist das? Der Kuru. Ein Bossgegner. Ein Monster-Panda-Bär. Ui. Das ist aber schön. Boah. Horden. Horden über Horden. Sie alle warten auf mich. Boah, ein Hund. Und noch mehr, noch mehr, noch mehr. Schade. So, und da ist schon der nächste Breach, von dem ich hoffe, dass ich ihn bis hier drüben aufbekomme, um ja dieses unsichtbare Teil dort zu aktivieren. Die etwas größere Hand dort. Na los, komm, weiter, 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 weiter. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. Jawoll. Nein. Und schon wieder ein Ring. Anscheinend wird er jetzt Standard. Jedes Mal wird so ein Ring fallen gelassen. Schade, dass die identifiziert rauskommen. So, Fire Damage hat er dafür Fire Resistant, der hat jetzt Cold Resistant. Dann lasse ich lieber die Fire Resistant drin. Mal gucken, Attack 89. 201, ui. Naja, da lasse ich die Ringe mal lieber dann doch austauschen. Aber ich kann ja auch noch den Ring wechseln. Dann habe ich 205. Nicht schlecht. So, auf in den Apex und ja, die Pyramide erledigt. Oder das Walmonster halt. Komm, komm raus. Mal schauen, wie lange du durchhältst und mal sehen, wie lange ich durchhalte. Ich kann schon mal die Giftatmosphäre starten. Ach, du warst aber flott weg. Oh, Steine bröseln. Laserstrahlen sind nicht so gut für mich, aber du bist gleich Geschichte. Komm.
Jo. Und hast noch einen schönen Bogen fallen lassen. Sehr freundlich. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. 229. 254. Da hast du mir ja was Schönes mitgegeben. So, jetzt nach das Zahn Enkerpent aufgesucht und von da aus dann. Ja, erstmal jetzt noch Larissa retten. Und dann gibt's Feierabend für heute. Ja, mit dem neuen Bogen vom Overlord geht das Ganze hier ziemlich flott. Und du, Guard Captain, hast, denke ich, ziemlich wenig Chancen, hier irgendwas auszurichten. Da helfen dir auch deine Leute nichts. Und das war's für dich. Ja, das dürfte es ja schon gewesen sein. Hallo, Clarissa. Oh, cool! Ja, soweit also heute bis zum Saan Enkerpent. Und beim nächsten Mal geht es dann im dritten Akt weiter, den zu vervollständigen. Und das war es heute mit dem Akt 2. Und vom Entwicklungsstufe ist es jetzt so, also hier habe ich jetzt mein Move Penalty bereits gemacht und das Mana ist jetzt dann der nächste Block. Mal gucken, eventuell brauche ich vorher noch die Stärke, aber im Moment habe ich keine Skill Gems, die jetzt auf Stärke basieren. Und danach geht es dann eben wieder weiter hier nach oben, um die Resistance vorzubereiten, damit ich dann spätestens in der nächsten Schwierigkeitsstufe weiterhin alles auf Maximum Resist habe. Und aktuell bin ich jetzt bei den Defense auf 42 bis 59 und ich habe meine ersten Breach-Ringe, die ich jetzt auch schon zwei davon trage. Und ja, mal schauen, wie das noch weitergeht und wann ich weitere finde. Jetzt im Moment ist es ja schon recht häufig geworden, einen solchen Breach-Ring zu finden. Bis zur nächsten Runde, wo es dann in Akt 3 gilt zu vervollständigen. Also, tschüss!